Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist Lektion 26 der Vorlesung Makroökonomie. Ich werde die Folien 1 bis 28 von Kapitel 5 Ursachen der Arbeitslosigkeit besprechen. In dieser Lektion werden wir uns eine Übersicht über die verschiedenen Erklärungsansätze von Arbeitslosigkeit verschaffen und dann drei Erklärungsansätze näher besprechen. Sucharbeitslosigkeit, keynesianische Arbeitslosigkeit und Insider-Outsider-Arbeitslosigkeit. Wir haben bereits zwei Arten von Arbeitslosigkeit kennengelernt, die neoklassische und die keynesianische Arbeitslosigkeit. In diesem Kapitel werden wir uns die verschiedenen Entstehungsgründe für Arbeitslosigkeit noch etwas genauer ansehen. Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland. Die roten Säulen zeigen die Zahlen für die registrierten Arbeitslosen in den alten Bundesländern und die grünen Säulen zeigen die Zahlen der registrierten Arbeitslosen in Deutschland insgesamt. Wir messen die Zahl hier in der Einheit 1000. Registrierte Arbeitslose sind definiert als Arbeitssuchende, die folgende Kriterien erfüllen müssen. Sie stehen vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis. Sie suchen eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Stunden wöchentlich. Sie stehen Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung. Sie sind bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter persönlich arbeitslos gemeldet, sodass sie damit als registrierte Arbeitslose geführt werden. Und schließlich, sie müssen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen und dürfen nicht jünger als 15 Jahre sein und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben. Diese Statistik der Arbeitslosen wird bei der Bundesagentur für Arbeit geführt, also nicht beim Statistischen Bundesamt. Wie die Abbildung zeigt, stieg die Zahl der Arbeitslosen von Anfang der 70er Jahre bis Mitte der Nullerjahre langfristig an. Es gab ein Auf und Ab, aber der Trend zeigt ganz klar nach oben. Seitdem hat sich dieser Trend aber wieder gedreht. Er zeigt jetzt prinzipiell wieder nach unten. Warum das so ist, wie man das erklären kann, das werden wir später noch sehen. Dieses Schaubild zeigt nun die langfristige Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland. Wie man erkennen kann, nahm die Arbeitslosenquote einen ganz ähnlichen Verlauf. Zunächst ein steigender Trend bis Mitte der Nullerjahre und seitdem ein rückläufiger Trend. Die Arbeitslosenquote ist definiert als Anteil der registrierten Arbeitslosen an den zivilen Erwerbstätigen insgesamt. Die Erwerbstätigen wiederum sind die Beschäftigten, also die Menschen, die eine Arbeit haben, plus die Arbeitslosen. Bisher haben wir die klassische Arbeitslosigkeit und die keynesianische Arbeitslosigkeit schon kennengelernt. Nach der keynesianischen Erklärung entsteht Arbeitslosigkeit durch konjunkturelle Rezessionen. Nach der klassischen Erklärung, wie wir gesehen haben, entsteht Arbeitslosigkeit vor allem durch zu hohe Löhne. Die Löhne liegen dann immer über dem Marktgleichgewichtsniveau. Wie wir in diesem Kapitel sehen werden, kann es aber sehr viele unterschiedliche Gründe für zu hohe Löhne geben. So kann es zum Beispiel sein, dass aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen der Lohn in Tarifverhandlungen zu hoch gesetzt wird.
Wie wir sehen werden, wird diese Art von Arbeitslosigkeit als Insider-Outsider-Arbeitslosigkeit bezeichnet. Interessanterweise lassen sich aber auch Gründe dafür finden, dass private Unternehmen freiwillig zu hohe Löhne setzen. Dann spricht man von Effizienzlohnarbeitslosigkeit. Auch die werden wir uns noch näher anschauen. Wenn der Strukturwandel bei starren Reallöhnen Arbeitslosigkeit verursacht, nennt man das Mismatch-Arbeitslosigkeit. Wenn der Staat wiederum aus sozialpolitischen Gründen den Mindestlohn zu hoch ansetzt, kann Mindestlohnarbeitslosigkeit resultieren, wie wir sehen werden. Und wie wir sehen werden, können Konjunkturschwankungen unter bestimmten Umständen auch klassische Arbeitslosigkeit verursachen. Man spricht dann von Hysterese-Arbeitslosigkeit. Beginnen werden wir dieses Kapitel jedoch mit einer Form von Arbeitslosigkeit, von der wir bisher noch gar nichts gehört haben, nämlich mit der sogenannten Sucharbeitslosigkeit. Wir starten also mit dem ersten Abschnitt zum Thema Sucharbeitslosigkeit. Sucharbeitslosigkeit entsteht durch normale Anpassungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt. Auch wenn die Wirtschaft insgesamt völlig im Gleichgewicht ist, so gibt es auf dieser Mikroebene, der Ebene von Unternehmen, ständig Anpassungsprozesse. Ein Auf und Ab. Zu einem gegebenen Zeitpunkt baut stets ein Teil der Unternehmen Arbeitsplätze ab. Ursache sind dabei firmenspezifische oder auch branchenspezifische Anpassungsprozesse. Gleichzeitig stellt stets ein Teil der Unternehmen neue Arbeitskräfte ein. Auch hier geben firmenspezifische oder branchenspezifische Gründe den Ausschlag. Die Entlassenen nun benötigen bei der Arbeitsplatzsuche Zeit. Das ist hier der entscheidende Punkt. Sie müssen sich Informationen über freie Arbeitsplätze, die zu ihrer Qualifikation passen, beschaffen. Sie müssen Informationen über ihre Qualifikation an die Unternehmen mit freien Arbeitsplätzen übermitteln. Die Unternehmen müssen dann diese Informationen auswerten. Das ist also der Grund, weshalb Entlassene nie sofort wieder einen neuen Arbeitsplatz finden, sondern eine Zeit lang arbeitslos sind, bis diese Suchprozesse oder auch Informationsverarbeitungsprozesse abgeschlossen sind. Das ist der Grund, weshalb man diese Arbeitslosigkeit als Sucharbeitslosigkeit bezeichnet. Manchmal nennt man sie auch friktionale Arbeitslosigkeit oder auch natürliche Arbeitslosigkeit, weil sie sich im Grunde nicht vermeiden lässt. Es sind also drei unterschiedliche Begriffe, die sich hier in den Lehrbüchern finden. Wir verwenden hier den Begriff Sucharbeitslosigkeit, weil der eigentlich recht anschaulich ist und eben beschreibt, dass hier Zeit zum Suchen benötigt wird. Dieses Schaubild veranschaulicht jetzt den Mechanismus nochmal etwas näher, der zu dieser Sucharbeitslosigkeit führt. Auf der Mikroebene gibt es also in jeder Volkswirtschaft ständig Anpassungsprozesse. Das hängt häufig auch damit zusammen, dass Unternehmen untereinander in Konkurrenzbeziehungen stehen. Zum Beispiel schnappt ein Unternehmen einem Konkurrenten den Auftrag weg. Dieses Unternehmen, das den Auftrag jetzt hat, braucht dann aber mehr Arbeitskräfte. Während das andere Unternehmen, das den Auftrag nicht bekommen hat, Arbeitskräfte entlassen muss. So resultieren dann also bei einem Unternehmen Entlassungen. Diese Entlassungen
landen jetzt zunächst einmal im Pool der Arbeitslosen. Sie pausieren gewissermaßen im Pool der Arbeitslosen, weil sie Informationen auswerten müssen, sich eine neue Stelle suchen müssen, so wie eben beschrieben. Da verharren sie jetzt also ein paar Wochen in diesem Pool. Nach einer gewissen Zeit finden sie dann einen neuen Job, die Informationen sind dann ausgewertet und sie werden wieder neu eingestellt. So, und nun sollte eigentlich klar sein, dass diese Art von Arbeitslosigkeit auch dann resultieren kann, wenn die Zahl der Entlassungen immer gerade so groß ist wie die Zahl der Neueinstellungen. Wenn das der Fall ist, bedeutet es, dass die Sucharbeitslosigkeit nicht größer wird. Aber sie kann auch dann herrschen, wenn immer gerade so viele Leute neu eingestellt werden, wie gerade entlassen werden. Das bedeutet lediglich, dass wir Konstanz haben. In diesem Pool der Arbeitslosen, der Sucharbeitslosen, verharrt immer eine gewisse Anzahl von Menschen. Und das sind dann eben nach der Definition, die wir uns gerade angeschaut haben, Arbeitslose. Dieses Schaubild zeigt die Entwicklung des Anteils von Entlassungen und Neueinstellungen an der Zahl der Erwerbstätigen insgesamt. Die grüne Linie zeigt den Anteil der Neueinstellungen an den Erwerbstätigen insgesamt und die rote Linie zeigt den Anteil der Entlassungen an den Erwerbstätigen insgesamt. Wie man erkennen kann, sind die jeweiligen Anteile im Beobachtungszeitraum stark gestiegen. Zu Beginn der 70er Jahre lag das hier noch bei unter 5% bei beiden Quoten. Mittlerweile sind wir hier bei einem Anteil von ungefähr 20% aller Erwerbstätigen, die jedes Jahr entlassen und wieder neu eingestellt werden. Die Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt hat also stark zugenommen. Der Arbeitsmarkt, der deutsche Arbeitsmarkt ist, wenn man so will, etwas angelsächsischer geworden. Eine gewisse Hire-and-Fire-Mentalität hat sich ausgebreitet. Dies könnte dafür sprechen, dass damit einhergehend auch die Sucharbeitslosigkeit zugenommen hat, wenn eine größere Anzahl von Menschen jedes Jahr ihren Job verliert und sich um einen neuen Job bemühen muss, dann wird halt insgesamt länger gesucht, es müssen mehr Informationen ausgearbeitet werden und dadurch verharren dann mehr Menschen im Pool der Sucharbeitslosen. Zunächst mal sehr plausibel. Man könnte von daher erwarten, dass Sucharbeitslosigkeit diesen Trend des langfristigen Anstiegs der Zahl der Arbeitslosen erklären kann. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass andere Faktoren Einfluss auf die Entwicklung genommen haben könnten. So sind im Beobachtungszeitraum, über den wir hier sprechen, von den 70er Jahren bis Mitte der Nullerjahre, auch die Kosten der Informationsverarbeitung durch das Aufkommen der elektronischen Datenverarbeitung und insbesondere des Internets gesunken. So hat zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit die bekannte Online-Jobbörse eingerichtet. Hier können also Arbeitssuchende ihre Informationen eingeben und Arbeitgeber ebenfalls. Und auf diese Weise kann dann also schneller die Informationen verarbeitet werden, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass dadurch die Suchkosten und die Suchzeit gesunken sind. Dies könnte also geholfen haben, die Informationsverarbeitung bei einem Arbeitsplatzwechsel zu beschleunigen. Es könnte sogar der Grund für den Anstieg der Fluktuation von Arbeitskräften sein. Denn wenn die Suchkosten für die Unternehmen sinken, könnten sie einen Anreiz haben, Beschäftigte, die sie nicht mehr unbedingt brauchen, zu entlassen. Denn sie wissen ja, dass sie aufgrund dieser neuen Datenverarbeitungsmöglichkeiten und aufgrund der Jobbörse
wieder relativ schnell neue Beschäftigte einstellen können, wenn sie welche benötigen. Das könnte durchaus dann also dazu führen, dass diese niedrigeren Informationsverarbeitungskosten zu mehr Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt führen. Man kann also nicht ohne weiteres hier monokausale Erklärungen unterstellen. Man muss die Dinge von unterschiedlichen Richtungen durchdenken und es ist gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt tatsächlich am Ende den Ausschlag für die beobachtbare Entwicklung gegeben hat. Das werden wir in diesem Kapitel noch häufiger feststellen müssen. Schauen wir uns nun eine weitere Form von Arbeitslosigkeit an, keynesianische Arbeitslosigkeit, die wir ja bereits in Kapitel 4 besprochen haben. Keynesianische Arbeitslosigkeit resultiert durch konjunkturelle Schwankungen. Die Ursache ist ein zyklischer Rückgang von Investitions- und/oder Konsumneigung. In solch einem Abschwung werden weniger Arbeitskräfte für die Produktion benötigt und es baut sich keynesianische Arbeitslosigkeit auf. Im Aufschwung baut sie sich aber wieder ab. Rein theoretisch sollte sie sich dann wieder vollständig abbauen, sodass also, wenn es nur keynesianische Arbeitslosigkeit herrscht, kein langfristiger Anstieg der Zahl der Arbeitslosen resultieren sollte. Unter den Annahmen des keynesianischen Modells passen Unternehmen ihre Güterproduktion kurzfristig immer an die Güternachfrage an. Das ist ja der große Unterschied zwischen dem keynesianischen Modell und dem neoklassischen Modell. Deshalb passen sie auch kurzfristig ihre Arbeitsnachfrage an die Güternachfrage an. Infolgedessen wird die Arbeitsnachfrage der Unternehmen unter keynesianischen Annahmen also nicht durch das neoklassische Arbeitsmarktgleichgewicht bestimmt. Dort hängt die Arbeitsnachfrage der Unternehmen ja vom Reallohn ab und von der Anzahl der Maschinen, die in der Produktion eingesetzt werden. Das spielt aber kurzfristig in der keynesianischen Theorie keine Rolle. Im keynesianischen Modell spielt bei der Bestimmung der Arbeitsnachfrage vor allen Dingen die Güternachfrage die entscheidende Rolle. Die Güternachfrage wird bestimmt im Nachfragemodul und überträgt sich dann hier auf das Produktionsmodul. Wir nehmen die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die nachgefragt werden, peilen damit dann auf die Produktionsfunktion und schauen uns an, wie viel Arbeit zur Herstellung dieser Gütermenge benötigt wird. Folglich hängt die keynesianische Arbeitsnachfrage also nicht vom Lohnniveau ab, sondern von der Güternachfrage. Nur wenn die Nachfrage nach Gütern dem Vollbeschäftigungs-Bruttoinlandsprodukt entspricht, entspricht die keynesianische Güternachfrage der Gleichgewichtsarbeitseinsatzmenge des neoklassischen Modells. Wenn die Güternachfrage unter das Vollbeschäftigungs-BIP fällt, zum Beispiel, ist die keynesianische Arbeitsnachfrage niedriger als die Gleichgewichtsarbeitseinsatzmenge des neoklassischen Modells. Die Arbeitsnachfragekurve verschiebt sich dann also nach links auf ein niedrigeres Niveau. Wenn der Reallohn nun durch einen Tarifvertrag nach unten starr auf das langfristige Gleichgewichtslohnniveau fixiert ist, hier W1 dividiert durch das Preisniveau P1, wird die daraus resultierende Arbeitslosigkeit als keynesianische Arbeitslosigkeit bezeichnet. Wir wissen aus Kapitel 4, dass auch das Gegenteil passieren kann. Die Arbeitsnachfrage kann auch über das Vollbeschäftigungs-BIP steigen.
In diesem Fall ist die keynesianische Arbeitsnachfrage größer als die bei einem Arbeitsmarktgleichgewicht resultierende Arbeitseinsatzmenge des neoklassischen Modells. Wir erhalten dann also eine Rechtsverschiebung der Arbeitsnachfragekurve. Um diese zusätzliche Arbeitsmenge zu erhalten, müssen die Unternehmen natürlich höhere Löhne bieten, als es dem Tariflohnniveau entspricht. Bei dieser Menge wird ja nur diese Arbeitsmenge angeboten. In Boomphasen erhalten die Arbeitnehmer also in der Regel Überstundenzuschläge. Da Tarifverträge in der Regel eine Erhöhung der Löhne erlauben, werden in so einem Fall die Löhne also steigen. In Boomphasen resultiert also keynesianische Überbeschäftigung. Was ist also der eigentliche Grund für keynesianische Arbeitslosigkeit? Unternehmen neigen in der Praxis dazu, ihre Produktionsmengen kurzfristig immer an der Güternachfrage anzupassen. Bei einem Rückgang der Güternachfrage reduzieren sie ihre Produktionsmengen, sodass sie weniger Produktionsfaktoren und damit auch weniger Arbeitskräfte benötigen. Erst wenn die Unternehmen dann mit ca. einjähriger Verzögerung die Verkaufspreise senken, steigt dann die Güter- und die Arbeitsnachfrage wieder. Bei einem Anstieg der Güternachfrage steigern die Unternehmen zunächst ihre Produktionsmengen, sodass sie dann mehr Produktionsfaktoren und damit auch mehr Arbeitskräfte benötigen. Erst wenn die Unternehmen dann mit ca. einjähriger Verzögerung wieder die Verkaufspreise erhöhen, sinkt die Güter- und Arbeitsnachfrage dann wieder zurück auf das Vollbeschäftigungsniveau. Kann diese Art von keynesianischer Arbeitslosigkeit, diese Entwicklung hier, den langfristigen Anstieg der Arbeitslosigkeit erklären? In diesem Diagramm sind die Aufschwung- und Abschwungsphasen des deutschen Konjunkturzyklus mit roten bzw. blauen Flächen gekennzeichnet. Eine rote Fläche bezeichnet immer eine Aufschwungphase und eine blaue Fläche bezeichnet immer eine Abschwungphase. Wie diese Phasen bestimmt werden, haben wir uns schon in Kapitel 1 angesehen. Die roten Phasen sind Phasen, in denen das tatsächliche BIP-Wachstum größer ist als das langfristige Trendwachstum. Die blauen Phasen sind Phasen, in denen das kurzfristige BIP-Wachstum kleiner ist als das langfristige Trendwachstum. Wie man leicht sieht, steigt die Arbeitslosenquote typischerweise an, wenn die Wirtschaft in eine Abschwungphase gerät. Wie hier zum Beispiel. Aber auch hier in diesem Zeitraum oder hier in diesem Zeitraum. Wie man hier in dieser ersten Rezession Ende der 60er Jahre erkennen kann, war der Anstieg der Arbeitslosenquote während der Rezession ungefähr genauso groß wie der Rückgang in der Aufschwungphase, die darauf folgte. In den Aufschwungphasen bis Mitte der Nullerjahre war der Rückgang der Arbeitslosenquote in den Aufschwungphasen jedoch fast immer geringer als der Anstieg in den Abschwungsphasen davor. Als Konsequenz, als logische Konsequenz, stieg in dieser Zeit die Sockelarbeitslosigkeit trendmäßig an. Von einer Rezession zur nächsten. Dieser deutliche Aufwärtstrend kann also nicht mit der einfachen keynesianischen
Arbeitslosigkeitstheorie erklärt werden. Nach der keynesianischen Theorie hätte sich die Arbeitslosenquote nach jeder Rezession wieder zurückbewegen müssen auf das Niveau, das sie vor der Rezession hatte. Ein Anstieg kann man also mit der keynesianischen Theorie nicht erklären. Wie wir später noch sehen werden, prognostiziert aber die sogenannte Hysterese-Theorie exakt die hier beobachtete Entwicklung der Arbeitslosigkeit auf eine ziemlich plausible Weise. Wie wir dann sehen werden, ist diese Hysterese-Theorie eine ganz interessante Mischung aus keynesianischer Theorie und neoklassischer Arbeitslosigkeitstheorie. Wir kommen also auf dieses Schaubild dann nochmal zurück. Schauen wir uns nun die verschiedenen Erklärungen für das Entstehen von klassischer Arbeitslosigkeit an. Zur Erinnerung, klassische Arbeitslosigkeit herrscht immer dann, wenn die Löhne nicht für einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sorgen können. Es liegt dann also immer eine Form von Lohnstarrheit vor, die in der Regel durch Institutionen verursacht wird, die in irgendeiner Weise den Marktmechanismus ausschalten. Wir werden sehen, dass diese Institutionen ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Ich werde hier als erstes die sogenannte Insider-Outsider-Arbeitslosigkeit besprechen. Die Insider-Outsider-Theorie der Arbeitslosigkeit wurde von den Ökonomen Arthur Lindbeck und Dennis Snower entwickelt. Nach der Insider-Outsider-Theorie gibt es in Tariflohnsystemen mit Gewerkschaften einen ökonomischen Anreiz für die Gewerkschaftsführung, die Löhne über das Marktgleichgewichtsniveau zu heben und dabei die resultierende Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen. Die Begründung lautet, die Gewerkschaftsführung hat eigentlich nur den Anreiz, Interessen ihrer Mitglieder, also der Insider, zu berücksichtigen, weil diese mit ihren Mitgliederbeiträgen letztendlich die Gehälter der Gewerkschaftsführung finanzieren. Die Interessen der Arbeitslosen, also der Outsider, werden dagegen vernachlässigt, weil sie keine zahlenden Mitglieder der Gewerkschaft sind und deshalb keinen Einfluss auf das Einkommen der Gewerkschaftsführung haben. In Deutschland zahlen arbeitslos gewordene Gewerkschaftsmitglieder lediglich einen symbolischen monatlichen Beitrag von derzeit 1,53 Euro. Gewerkschaftsmitglieder, die beschäftigt sind, zahlen dagegen einen Mitgliedsbeitrag von immerhin 1% ihres Monatslohnes. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied. Insofern könnte man argumentieren, dass diese Grundannahme der Insider-Outsider-Theorie für Deutschland zutrifft. Die folgenden Grafiken zeigen jetzt nochmal, wie aus dieser Anreizstruktur tatsächlich dann auch Arbeitslosigkeit resultieren kann. Dies ist unser bekanntes Arbeitsmarktdiagramm, der gleichgewichtige Reallohn bei dem Arbeitsangebot gerade so groß ist wie die Arbeitsnachfrage, entspricht dem Niveau, das durch den Schnittpunkt beider Kurven bestimmt wird. Bei diesem Lohn herrscht also keine Arbeitslosigkeit. Wenn die Gewerkschaft den Reallohn auf dem Marktgleichgewichtsniveau lässt, haben ihre Mitglieder das gleiche Lohnniveau wie ohne eine Gewerkschaft. Da könnte man argumentieren, warum sollen sie dann Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn sie im Wesentlichen die gleiche Situation haben wie ohne eine Gewerkschaft.
Das ist sozusagen das Ausgangsproblem, das in dieser Insider-Outsider-Theorie von Lindbeck und Snower existiert. Ein Arbeitsmarktgleichgewicht ist nicht zugleich auch ein spieltheoretisches Gleichgewicht. Deshalb setzen die Gewerkschaftsführungen Lohnerhöhungen über dem Gleichgewichtslohnniveau durch. Zum Beispiel dieses Lohnniveau, das deutlich über dem Gleichgewichtslohnniveau liegt. Dadurch sinkt nun die von den Unternehmen nachgefragte Arbeitsmenge von diesem Niveau auf dieses Niveau. Das bedeutet nun, dass Beschäftigte aufgrund dieser Lohnpolitik, dieser Tariflohnpolitik, ihre Jobs verlieren. Es kann nun sogar so sein, dass das, was die Outsider, also die, die ihre Jobs verlieren, verlieren, größer ist als das, was die Insider, die also ihre Jobs behalten, zusätzlich dazugewinnen. Wenn wir uns das hier anschauen, kann man, denke ich, deutlich erkennen, dass die rote Fläche größer ist als die grüne Fläche. Die rote Fläche ist aber das, was verloren geht. Die Gewerkschaftsmitglieder, die ihre Jobs verlieren, verlieren damit auch ihr Einkommen. Multipliziert man also die Zahl der Mitglieder, die arbeitslos werden, mit dem Einkommen, das sie vorher hatten, dann sieht man, dass diese rote Fläche hier der Lohnsummenverlust der entlassenen Gewerkschaftsmitglieder, also der Outsider, ist. Die grüne Fläche repräsentiert das, was die, die ihre Jobs behalten, zusätzlich gewinnen aufgrund der Lohnerhöhung, wenn man also die Zahl derjenigen, die ihre Jobs behalten, mit dieser Lohnerhöhung multipliziert, erhält man die grüne Fläche. Das ist also das, was die Insider dazu gewinnen. Und wie man hier, denke ich, deutlich erkennen kann, ist die grüne Fläche kleiner als die rote Fläche. Das bedeutet also, per Saldo geht hier Arbeitseinkommen durch diese Art von Lohnpolitik verloren. Die Arbeitnehmer haben ein geringeres Einkommen insgesamt, als wenn diese Art von Lohnpolitik nicht praktiziert würde. Trotzdem ist die resultierende Situation aus Sicht der Gewerkschaftsführung jetzt ein Gleichgewicht, denn die Insider haben nun einen Anreiz, in der Gewerkschaft zu bleiben und mit ihren Beiträgen die Löhne des Gewerkschaftsmanagements zu finanzieren. Da in dieser Situation aber das Lohnniveau höher ist als das Marktgleichgewichtslohnniveau, resultiert Arbeitslosigkeit in dieser Höhe hier. Lassen Sie mich dieses Ergebnis nochmal zusammenfassen. Würden die Gewerkschaften Marktgleichgewichtslöhne akzeptieren, hätten die Gewerkschaftsmitglieder keinen Grund, Mitglied in der Gewerkschaft zu sein. Also erhöhen die Gewerkschaften den Tariflohn über das Marktgleichgewichtsniveau. Aufgrund der resultierenden Arbeitslosigkeit verlieren die Gewerkschaften Mitglieder, das heißt diejenigen, die arbeitslos werden. Die verbleibenden Mitglieder, die ihre Jobs behalten, die Insider also, erhalten jedoch höhere Löhne als vorher und sind deshalb auch bereit, weiterhin Mitgliederbeiträge zu zahlen. Durch die Lohnerhöhung über das Marktgleichgewichtsniveau kann sich die Gewerkschaft also die Bereitschaft zur Zahlung von Mitgliederbeiträgen dauerhaft sichern. Die Gewerkschaftsfunktionäre können sich also indirekt über die Mitgliedsbeiträge einen Anteil an der Lohnerhöhung gewissermaßen verschaffen. So viel für diese Lektion. In der nächsten Lektion
werden wir uns dann mit einer Form von klassischer Arbeitslosigkeit beschäftigen, die deshalb entsteht, weil unter bestimmten Umständen Unternehmen auch bereit sind, freiwillig zu hohe Löhne zu zahlen.